Und wir sehen halt wahnsinnig doll nur immer bei den anderen alles, was so schön ist. Und bei uns selber immer diesen einen Makel. Und daran halten wir uns fest. Ich habe jetzt einen ganz wunderbaren Gast für euch, nämlich unsere wunderbare Susan Sideropoulos, die sich bereit erklärt hat, ganz tolle Insights und auch Tipps zu geben, wie auch du mehr in dein Frausein kommst. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Susan. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, um ehrlicherweise über mein, ich würde schon sagen, Lieblingsthema zu sprechen. Über Frauen. Wie schön. Ja. Definitiv. Wir sind doch was ganz Wunderbares, oder? Wir Frauen mit unserer ganz eigenen Energie. Und ich freue mich sehr, dass du bereit bist, heute so ein bisschen auch was mitzugeben, weil ich glaube, viele, viele Frauen kennen dich und bewundern dich natürlich und fragen sich, wie macht sie das? Wie lebt sie ihre Weiblichkeit auch in diesem Business? Ist wahrscheinlich auch nicht immer so einfach. Wie zeigt sie sich so strahlend und so schön und auf ihre ganz eigene, natürliche Art und Weise? Wie bist du da hingekommen und wie machst du das? Ja, da kommen viele Dinge und viele Gedanken bei mir gerade zusammen. Also zum einen finde ich, ist das Thema Frau sein ganz interessant im Zuge von, also ich bin sehr mädchenhaft, würde ich fast schon sagen. Ja, also ich bin so ein Mädchen-Mädchen. Ich glaube, du bist auch so ein Mädchen-Mädchen. Mädchen-Mädchen erkennen die Mädchen-Mädchen, nicht nur, weil wir rosa tragen. Aber auch die Entscheidung, damals zum Beispiel mein erstes Buch Rosa-Rotes Glück so wahnsinnig mädchenhaft darzustellen, ja, in Rosa, mit Glitzer, war schon so ein Step, wo manche tatsächlich zu mir gesagt haben, so, meinst du, das ist so eine clevere Idee, das so zu gestalten, weil man natürlich gleich in so einer Vorurteilkiste hängt, ja, kann denn in so einem Buch, das so aussieht wie so ein klein Mädchenbuch, so tiefgründiges, relevantes Zeug drinstehen. Und ich sage da, ja, absolut. Wir müssen nicht irgendwie eine verkrampfte Männlichkeit an den Tag legen und irgendwie Hosen anziehen und uns einen Zopf machen und irgendwie all unsere Weiblichkeit verstecken, um ernst genommen zu werden. Sondern eigentlich möchte ich die Fahne dafür hochhalten, dass das sehr gut geht, absolut weiblich zu sein, absolut mädchenhaft zu sein und trotzdem relevante, wichtige Themen vermitteln. Also, dass es nicht im Widerspruch ist, sondern dass ich das sogar stärken soll eigentlich, ja. Das finde ich ganz wunderbar, dass du das sagst, ne? Weil es gibt ja viele Frauen, die sich so sehr anstrengen, auch ernst genommen zu werden, die das Gefühl auch oftmals haben, man kann mich doch nur ernst nehmen, liebe Susan, wenn ich jetzt dann auch mich möglichst souverän gebe, wenn ich auf meine Kleidung achte im Job, und das kann doch nicht alles so Glitzer und Mädchen und entspannt und authentisch. Wenn ich das mache, bin ich vielleicht nicht erfolgreich. Und ich finde, du bist da ein sehr gutes Beispiel für, dass das funktioniert. Was würdest du den Frauen mitgeben, die sich vielleicht noch nicht trauen, sich so frei einfach so zu zeigen, wie sie sind? Genau, du sagst es. Im Prinzip geht es genau darum, frei zu sein und authentisch zu sein, weil ich glaube, man spürt es einfach so, wie man ist. Und ich merke auch, dass sich ganz viele Frauen, ich habe wirklich Zuschriften bekommen, gerade bei Social Media, wo das ja auch einfach sehr schnell geht und wo man sehr schnell ja auch Feedback bekommt, dass es Frauen gab, die sich auch total getriggert fühlen oft von mir. Ja, die sagen so, oh, ja, also irgendwie irgendwas macht es mit mir, ja. Ich entweder im negativen Sinne oder so, dass man sich dafür fast angegriffen fühlt, ja, von zu viel Fröhlichkeit und toxische Positivität. So eine Wörter fallen dann ja auch manchmal. Und ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht, warum das mit uns Frauen passiert, und habe jetzt in meinem neuen Buch ein Kapitel, das heißt Lieblingsfrauen, weil ich Frauen tatsächlich sehr liebe und ich gerne möchte, dass wir uns mehr supporten und mehr zusammentun. Und ich ergründe ein bisschen, woran ich glaube, dass es liegt. Ja, das sind natürlich auch generationsübergreifende Muster, die da weitergetragen werden, über die ich spreche. Aber es geht auch um die Angst, ja, immer, das könnte eine schöner sein, eine besser sein, ist Platz genug für uns alle da. Und es geht ganz viel darum, dass wir andere Frauen eben nicht abfeiern können, wenn wir uns selber nicht so richtig abfeiern. Das ist schwierig, ja. Und deswegen haben oft Frauen ein Problem mit sehr präsenten, selbstbewussten Frauen, ja, weil sie dann von denen sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlen oder halt eben immer ihre Makel sehen. Also sie sehen immer die Perfektion in der anderen Frau.
Und ich finde das deshalb so spannend, weil es uns allen so geht. Es gibt gar nicht die Frau, die nicht so denkt. Also sogar diese eine Freundin, von der man glaubt, die ist super perfekt und sieht toll aus und die kann essen, was sie will und nimmt nicht zu. Sogar die kommt und kommt dann und sagt, ach, meine Arme. Ja, meine Arme. Und du bist so, welche, was für Arme, ja? Also, und wir sehen halt wahnsinnig doll nur immer bei den anderen alles, was so schön ist. Und bei uns selber immer diesen Einmakel. Und daran halten wir uns fest. Und das ist, ja, das sind alles Themen, die zusammenkommen, die ich alle versuche, so ein bisschen aufzudröseln und zu gucken, wie können wir uns da selber wiederfinden und bestärken und mehr Gemeinschaft werden. Ja, weißt du, was ich an deinem neuen Buch auch so toll finde, genauso wie beim ersten, gibst du ja auch viele Hands-on-Sachen mit, ne? Also du hast Übungen drin, du hast auch wirklich nochmal so eine Möglichkeit, wo man das für sich selber reflektieren kann und vor allen Dingen da auch nochmal alte Sachen wirklich loslassen kann und überprüfen. Und das finde ich so großartig, ne? Weil natürlich ist das, was jetzt vielleicht im Moment noch so manchmal vorherrschend ist bei uns Frauen, ja etwas, was wir ablegen können. Und das ist ja wirklich etwas, wofür du ein absolutes, ganz heißes Plädoyer immer wieder auch gibst, ne? Weil wir uns miteinander, wie du schon so schön gesagt hast, doch so schön unterstützen können. Und was ich auch so schön finde, ist, dass im Grunde auch eigentlich das, was wir in der anderen sehen und vielleicht auch noch im Moment vielleicht ein bisschen neidisch beäugen, möglicherweise, dass das auch etwas ist, was in uns ist. Denn sonst könnten wir es im anderen gar nicht sehen. Das heißt, all dieses Potenzial, all die Möglichkeiten sind in uns. Wenn wir jetzt dazu übergehen, das auch positiv zu nutzen und zu sagen, das, was Susan jetzt hier gerade repräsentiert, das hätte ich auch gerne. Ja, wunderbar. Dann ist es ein Teil von dir. Dann ist es auch schon in dir angelegt. Jetzt dürfen wir nur gucken, was steht dem denn noch entgegen? Und da hast du immer so viele schöne Ideen auch im Buch geschildert, was sie jetzt tun können, um mehr dahin zu kommen und das aufzulösen, was vielleicht einfach noch im Weg steht. Durch Prägung, durch alte Erlebnisse. Absolut. Also ich habe ganz viele Übungen. Eine meiner Lieblingsübungen ist tatsächlich die klassische Ich stelle mich vor den Spiegel-Übung und suche mir jeden Tag eine Sache aus, die ich wirklich ganz besonders doll liebe an mir. Ja? Und ich habe so in meinem Freundeskreis, bei meinen Mädels kennen das alle, so ein Spiel, das heißt Ich liebe dich, weil. Da sitzen wir halt wirklich zusammen und jeder sagt, eine Sache an sich, die man ganz toll findet, optisch, und aber dann auch eine vom Charakter. Und dann sagt man den anderen, was man, dann sagen alle anderen etwas über dich. Und das ist wirklich gar nicht so einfach, das auch so über sich ergehen zu lassen, so ganz viel positiven Input, ne? Wir sind das gar nicht mehr so gewöhnt. Weil normalerweise ist es immer so typisch so, oh Susan, du hast so schöne Haare. Ach nee, ich bin da jetzt eben einmal ganz kurz durchgegangen. Ne? Also selten sagen wir dann wirklich so, oh ja, danke, ich finde es auch heute richtig gut, ist mir gelungen. Also das ist eine Sache, die wir wirklich üben müssen. Und die üben wir echt gut alleine vorm Spiegel, indem wir uns hinstellen und wirklich sagen so, okay, ich liebe meine Lippen, ja, also die fand ich schon immer toll und weil was wir normalerweise, wir machen das nicht, weil wir sind ja höchst hoch beschäftigt damit, alles andere niederzumachen. Das heißt, es bleibt wenig Zeit für Lob. Also suchen wir uns doch bitte nur eine Sache aus und die meisten werden sagen, oh, ich hab nix. Ja, dann denkst du dir so, also bitte, ne? Also es kann alles sein. Es kann auch deine Hände sein, deine Füße, deine Ohren. Such dir irgendwas aus, fang klein an, meinetwegen. Und aber wirklich sehr aufmerksam auf diese eine Sache und mach mal wirklich dieser einen Sache eine richtige Liebeserklärung, ja. Und es wird sich was dadurch verändern und es kann sich auch die ganze Woche, kann es auch die Augen bleiben. Es können jeden Tag die Augen sein, ja. Aber das ist so unheimlich stark, weil wenn du anfängst, deine schönen Augen wirklich mal zu sehen und wahrzunehmen, werden alle anderen sie auch wahrnehmen. Das ist ja immer ein Spiegel. Wie wir uns sehen oder wir kommen in einen Raum, und glauben etwas, was andere in uns sehen, ja? Oh Gott, da kommt sie und die hat ja heute, was hat die an und so, ne? Aber diese Gedanken sind unsere Gedanken. Wir denken so über uns. Eigentlich niemand anderes da drin. Und das ist so spannend, wenn uns das bewusst wird, was wir da eigentlich machen. Das ist ganz grausam. Also wir Frauen können schon auch ein bisschen grausam sein. Und oh ja, definitiv. Ich erinnere mich nämlich an eine Situation bei uns in der Ausbildung. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch? Also wir haben doch eine Einheit gemacht bei der Greater-Ausbildung, wo wir die Männer und die Frauen getrennt haben, ein Wochenende. Höchst spannend. Und wir Frauen waren da unter uns. Und ich erinnere mich noch so gut, du sagtest dann so, und jetzt schreibt mal auf, einfach so die ersten Begriffe, die euch so zu Weiblichkeit einfallen, zu Frauen einfallen. Und dann sollten wir uns melden und die so vorlesen. Und die waren alle so negativ.
Wow, also das war Konkurrenz, Neid, Missgunst, Zicken, Arroganz, verbissen. Also ich weiß nicht, also es waren wahnsinnig viele negative Eigenschaften. Und dann weiß ich noch, meldete ich mich und meine Liste waren so 10 Eigenschaften, so schön, verspielt, vertraut, miteinander, schwesterlich und keine Ahnung. Und ich weiß noch, wie diese ganzen Frauen mich anguckten und waren so, hä? Was ist denn hier los? Und das war ein interessanter Moment, oder? Definitiv, weißt du, und das hat uns wieder gezeigt, allen miteinander, wie sehr da auch die Prägung mitschwingt, ne? Wie sehr das, was wir von unseren Müttern und Großmüttern mitbekommen haben, noch in uns wohnt, bis zu dem Moment, wo wir bereit sind, da mal ganz ehrlich hinzuschauen. Und ich finde das immer so fatal, weil ich weiß einfach darum, dass es so viele Frauen gibt, die eigentlich nur ein Schatten ihrer selbst sind und die manchmal wie mit so einem schweren Vorhang durchs Leben gehen. Und wenn ich die dann auf den Straßen so sehe, dann möchte ich immer am liebsten hingehen und sagen, komm, lass uns doch gemeinsam einfach bitte diesen schweren, dunklen Vorhang abnehmen, weil eigentlich bist du so eine strahlende Schönheit von innen heraus. Ne? Ich rede jetzt gar nicht so vom Äußeren, sondern vom Inneren heraus. Und ich weiß einfach, dass jede Frau auf ihre ganz eigene Art so wunderschön ist, wenn sie einfach sich erlaubt zu strahlen. Und dieses Strahlen ist einfach manchmal noch gedimmt. Und es liegt im Grunde immer, also ich will nicht sagen immer, aber sagen wir lieber fast immer, in dem begründet, was wir erlebt haben, was wir als kleines Mädchen erlebt haben, was wir als Kind, als Jugendliche erlebt haben. Ich kann mich noch erinnern, für mich war das mal so ein beschämender Moment. Ich habe wenig, bin ich aus mir rausgegangen, schon damals als Kind nicht, ne, weil es einfach schon damals immer schwierig war. Aber ich weiß noch, einen Abend dachte ich, ich wäre ganz alleine bei meiner Oma. Ich war ja meistens bei meiner Oma, weil meine Mutter keine Zeit und auch keine Lust so richtig auf mich hatte. Da war ich bei meiner Oma und mein Onkel, der ist nur unwesentlich älter als ich. Also es war so ein Nachkömmling quasi. Der ist, glaube ich, 15 Jahre älter nur, maximal. Und ich habe getanzt. Voller Freude. So wie du das immer machst, dein Monday Dance. So habe ich getanzt auf Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Das war damals mein Lied. Boah, da kriege ich Gänsehaut, weil ich war so begeistert, so glücklich. Ich war wirklich so ein Mädchen, das sich dreht und tanzt, sich feiert und mitsingt und macht und tut. Und plötzlich stand mein Onkel in der Tür. Und es war für mich so beschämend, weil er mich angeguckt hat, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank, weißt du? Und das war auch so ein Moment, wo ich angefangen habe, noch mehr mein Strahlen zu dimmen, weil ich mich beschämt gefühlt habe, weißt du? Und es ist so schade. Ja, deswegen liebe ich auch deinen Account, weil ich finde, man kann gar nicht genug Sinfluencer sein. Ne? Neben all dem, was du noch so Tolles machst und diese tollen Bücher, die ja auch dazu dienen, dass Frau mehr bei sich ankommt, dass wir alle einfach mehr zu unserem Strahlen zurückfinden. Und da können wir uns wirklich, und das sehe ich genau wie du, so unterstützen bei. Und ich erinnere mich noch, damals, als wir noch bei Robert Betz exklusiv gearbeitet haben, der Walter und ich, ne? Da hat er so zu mir gemeint, Christina, ich möchte mal gerne, dass du eine Studie machst. Ich verstehe das einfach nicht. In unserem großen Bereich hier, in unserer Robert-Betz-Bubble, da herrscht so viel Neid und Konkurrenz. Ich darf jetzt einfach mal so ein bisschen, weil wir ja unter uns Frauen sind, aus dem Nähkästchen plaudern. Das war so krass, was da abging an Beäugen, Vergleichen, Konkurrenz, Neid, Missgunst, auch so richtig ausboten, weißt du, so mit den Ellenbogen und so. Und er meinte, ich will wissen, warum das so ist. Jetzt, du bist doch eine Frau. Begib dich doch mal in eine Studie hinein und erklär mir, warum das so ist. Dann habe ich das wirklich gemacht und habe auch mal so geschaut anhand unserer Historie, warum das so sein könnte. Und es liegt wirklich, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass wir Frauen immer gucken mussten, dass wir eine Schnitte kriegen. Und warum war das so? Weil es viele Kriege schon immer gab, ne? Und es gab immer Mangelware Mann. Also die waren teilweise, gab weniger Männer als Frauen. Und so mussten Frauen genau diese Strategien auch ausbilden, ne? So dieses, wie kriege ich da jetzt möglichst den Mann für mich gewonnen, ja? Was kann ich tun, um meinen Standpunkt auch zu festigen? Was muss ich machen, um ihn an mich zu binden? Denn ohne ihn bin ich ja erstmal nicht fähig zu überleben. So war das damals, ganz, ganz weit zurückliegend, ja. Aber es gab auch die Zeit. Ja, das steckt uns natürlich noch so ein bisschen in den Federn. Genau, die Muster sind noch da. Also ich finde, wer es auch ganz toll auf Punkt gebracht hat, ist zum Beispiel Caroline Kebekus. Die hat ein Buch rausgebracht, es kann nur eine geben, wo es ganz doll darum geht, ja. Und sie beschreibt da auch diese Muster, die halt über Jahrhunderte leider immer noch teilweise da sind. Und aber auch in unserer Branche zum Beispiel, es ist auch, klar, auch sehr so, ne? Also es ist ein großer Konkurrenzkampf da, aber es wird uns auch sehr suggeriert,
dass weniger Platz für Frauen einfach da ist. Ja, also wenn wir uns umschauen in Filmen, in Serien, in Shows vor allem, ja, also du wirst nicht eine Show finden, wo zwei Frauen moderieren. Gibt's einfach noch nicht, ja. Es gibt immer, die Frau ist irgendwie immer neben dem Mann, ja, die schöne Frau, die irgendwie daneben steht, ne. Aber es ist nicht die coole Moderatorin und dann ist der Mann der Sidekick, ja. Das gibt's nicht. Es gibt immer nur eine Frau in den Jurys. Ne, ob es The Voice ist, ob es Let's Dance ist, es ist egal, wo du den Fernseher anmachst. Es gibt einfach immer mehr Männer und eine Frau. Und wenn dann über eine weitere Frau geredet wird, dann sagt man so, naja, wir haben ja schon die. Ne? Also es ist dann immer so, es gibt ja schon eine. Eine ist ja, und wenn es eine zweite kommt, dann muss sie ja bitte ganz anders sein. Dann muss sie ja irgendwie ein anderer Typ entsprechen und dies und das. Ne? Es ist ein ganz anderer Gedanke als bei den Männern. Dann müssen wir nicht darüber reden, über Gehälter und über Quoten und über in jeglichen Berufen und warum das so ist und Frauen, die Angst, dass die werden schwanger und die müssen mit den Kindern. Und das ist ja alles so veraltet. Wie viele Männer gehen heute in Elternzeit und wollen das auch, ja? Also die wollen das Jahr zu Hause bleiben und die Frau geht arbeiten. War bei uns nicht anders. Jetzt nicht ein ganzes Jahr. Wir haben uns das einfach gut aufgeteilt, ne? Aber diese Muster werden nach und nach gebrochen. Aber dann geht es auch darum, um dieses Selbstverständnis, schreibe ich auch in meinem Buch, das finde ich ganz witzig, wie wir uns sehen, hat ja auch was mit Mut zu tun, sich für irgendwo zu bewerben. Ja, also zum Beispiel der Klassiker, kriegst halt irgendwie eine Liste mit 10 Punkten, die du erfüllen musst und die Frau liest halt eben ganz gewissenhaft diese Punkte und dann ist sie irgendwann bei Punkt 9 und dann steht da irgendwie Englischkenntnisse und die Frau denkt sich, na, Englisch ist jetzt noch Schulenglisch und so, das traue ich mich jetzt nicht, bewerbe ich mich lieber nicht. Dabei kann sie alle anderen, nur das nicht. Ein Mann kriegt die gleiche Liste, liest den ersten Punkt, PC-Kenntnisse, ja, kann ich, bewirbt sich, liest vielleicht gar nicht die anderen Punkte. Es ist einfach viel mehr, ich mache es jetzt einfach und ich würde so gerne die Frauen mehr dahin bewegen, so zu sein, also einfach begeistert zu sein für das, was sie gerne machen möchten, es einfach zu wagen, diese Angst mal abzulegen, diesen Perfektionismus abzulegen, der einem da voll im Weg steht, den wir überhaupt nicht gebrauchen können, weil wir sind in den meisten Fällen einfach gut genug. Sich eher mal zu fragen, wo habe ich geglänzt? Wo habe ich mal in meinem ganzen Leben wirklich so eine Liste zu machen? Ne? Auch in die Schulzeit zurückzugehen, ins Studium zurückzugehen. Vielleicht war ich ein Jahr in Amerika und war da voll mutig und habe gedacht so, boah, ey, was habe ich denn eigentlich alles gemacht? Das bist du ja immer noch. Nur weil du jetzt vielleicht 2 Kinder bekommen hast in der Zwischenzeit, bist du immer noch diese Frau, die damals ganz mutig durch Amerika mit dem Rucksack gereist ist. Ja, du bist immer noch die gleiche. Und sich das einfach nochmal so bewusst zu machen, was wir hier jeden Tag abreißen, jede Frau auf ihre Art und Weise. Und dass wir uns gegenseitig, und da bin ich beim letzten und wichtigsten Punkt für mich, uns gegenseitig mitnehmen müssen. Ohne diese Angst zu haben, dass dir jemand den Platz wegnimmt. Und ich liebe es. Es gibt für mich nichts Schöneres, als meine Freundinnen ganz weit vorne irgendwie nach vorne zu stellen. Und ich habe einen Spruch in meinem Buch, ich glaube, der heißt sinngemäß, ich kann es jetzt nicht ganz wiedergeben, aber sowas wie stell die andere Person ins Licht und die Reflexion wird immer auf dich zurückscheinen. Ja, also nicht die Angst zu haben, es kann dir dein Licht nehmen, sondern es wird es nur vergrößern. Hey, stopp, bevor es weitergeht. Wir haben noch etwas für dich, nämlich ein Geschenk. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Geschenke liebe. Also für dich ein ganz besonderes Geschenk. Hol es dir gleich. Und abonnier den Kanal, gib uns ein Like. Ich glaube wirklich auch, je mehr wir bei uns ankommen, ne, je mehr wir die alten Muster und Glaubenssätze und Glaubenssysteme vielleicht manchmal sogar loslassen können, weil wir sie erkennen und weil wir sie dann nochmal beobachten und vor allen Dingen auch nochmal durchfühlen, welche Emotionen damit noch gekoppelt sind. In dem Moment, wo wir das alles tun, befreien wir uns. Wir befreien uns. Es ist wie, als hätten wir nochmal so einen Panzer um uns herum oder vielleicht wie so eine Art altes Kleid noch an. Aber das können wir ausziehen. Und ja, deswegen glaube ich wirklich, dass so eine Zeit, wo man sich mit sich selber beschäftigt, und dazu dienen ja deine Bücher und natürlich auch die Greater Life Coach Ausbildung sehr, dass man diese Sachen einfach loslassen kann. Dass man nochmal erkennt, ach, deshalb ist das so. Ach, deshalb verhalte ich mich jetzt gerade auch so. Deshalb bin ich vielleicht gerade auch ein bisschen neidisch und missgünstig. Und auch das liebevoll erstmal ins Herz nimmt. Ne? Weil dieses Gefühl von Neid und Missgunst, das kennen wir alle. Und dieses Gefühl
Gefühl, sich vergleichen zu müssen. Ja, das sind alles so Sachen, die wir eben erst einmal mitbekommen haben im Laufe unserer Erziehung, unseres Weges. Aber wir können das alles überprüfen und loslassen. Und es ist wie, als würden wir jede Menge Ballast loslassen. Ne? Und das jetzt auch für alle Frauen, die sagen, ja, Susan, ich würde ja gerne so strahlen wie du und ich würde das ja gerne so sehen wie du. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, es geht eben über diese Innenschau, über diese Reflexion, so wie du auch gesagt hast. Es geht darum... Ja, und auch dich als Ganzes so anzuerkennen. Also das war auch für mich ein großes Thema. Und jeder, der mein erstes Buch gelesen hat, weiß ganz genau, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, es ist eben nicht so, dass der Schein trügt und all diese Themen. Ja, also das ist... Und da mal ehrlich zu sein, weil viele haben damals noch gesagt, boah, willst du das wirklich alles erzählen und willst du das wirklich alles sagen? Und ich habe einfach so gespürt, diese Verbundenheit, ne? Wenn dann einfach du ganz ehrlich sagst, so, boah, ich mag mich überhaupt nicht, ne? Und da bringt es auch nichts. Und ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich bin seit 27 Jahren mit demselben Mann zusammen, der mich abgöttisch liebt und ich liebe ihn. Und auch in den schlechtesten Zeiten hat er mir jeden Tag gesagt, ich bin die Schönste und ich bin die Beste und ich bin die Tollste. Aber wenn es da drinnen nicht, ich das nicht fühle, dann nützt es auch nichts, wenn das der Partner sagt oder wenn von außen mir die Leute suggerieren, ja, du bist ja super toll. Das war einfach wie so eine Wand, ne? Und und es kann uns im Außen keiner geben. Keiner kann uns diese Liebe und diese Bestätigung geben, wenn wir uns die nicht geben. Also das kann ich euch aus Erfahrung wirklich tausendfach mitgeben, als jemand, der über 20 Jahre in der Öffentlichkeit arbeitet und jemand, der eben diesen tollen Ehemann hat, ja. Es nützt alles nichts. Und wenn man da einfach ehrlich ist, auch zu sich selber, dann verbinden wir uns. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir uns Frauen auch verbinden, ne? Wenn man dann einfach sagt, ich bin auch manchmal schwach und manchmal unsicher und was auch immer. Und wir müssen da nicht immer so eine Fassade drauflegen. Und wenn wir da ganz ehrlich sind, glaube ich, dann kommt das langsam raus. Oh, das finde ich ganz schön. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz guter Tipp auch für die Frauen, wie sie mehr zu sich kommen können. Und das Interessante ist doch auch, dass wir alle das in uns fühlen, ne? Dass wir alle eine ganz, ganz große Sehnsucht danach haben, einfach wir selbst sein zu können. Und wir erlauben es uns manchmal nur noch nicht, ne? Aber die Erlaubnis darf, wie du es auch so schön sagst, erstmal in mir selbst stattfinden. Und dafür darf ich mich selbst lieben lernen. Und das ist eben manchmal herausfordernd, wenn da noch so ein alter Rucksack mitgeschleppt wird von alten, unwahren an Glaubenssätzen und Gefühlen, die dadurch ausgelöst werden. Aber es lässt sich ändern. Und das, finde ich, gibt so viel Hoffnung. Auch ich war jemand, der sich so zutiefst abgelehnt hat und mittlerweile sich wirklich ganz ehrlich auch total liebt, Gott sei Dank. Und erst als ich das annehmen konnte, dass ich eben so bin, wie ich bin, mit all meinen, ja, guten und vielleicht auch nicht so guten Seiten, den Schattenseiten, wurde mein Leben sehr viel leichter. Das heißt also, wir haben es in der Hand. Und ich finde, das ist so für mich sowieso immer, ach, das war der Gamechanger bei mir, dass ich realisiert habe, ich habe das mit in der Hand, ich kann das mitbestimmen. Ich habe mich immer gewundert, weißt du, früher hat nie irgendjemand mal gesagt, dass ich vielleicht gut aussehen würde, ne? Und ich selber habe es ja auch nicht geglaubt. Deswegen hat es auch nie jemand gesagt. Aber in dem Moment, wo ich für mich das aufgelöst habe, warum ich mich eigentlich so ablehne und so hässlich finde, und bei mir hatte das viel mit meiner Mutter zu tun, in dem Moment, wo ich das für mich aufgelöst habe, kamen die ersten Menschen dann auch von außen, die gesagt haben, oh mein Gott, weißt du eigentlich, wie hübsch du bist oder sein kannst oder so? Und dann dachte ich so, ach guck mal, wow, jetzt kommen plötzlich andere Resonanzen. Und zwar, weil ich mich verändert habe, weil ich bei mir aufgeräumt habe. Und das ist doch so magic, oder? Weil ich finde, das müsste in jeder Schule gelehrt werden. Das ist eigentlich wirklich das, was ich in meiner Energiewolke habe, das, was ich ausstrahle, das ziehe ich an. Also wenn vielleicht zu Hause bei dir im Moment auch noch niemand sagt, Mensch, das hast du toll gemacht, ich wertschätze dich dafür, du bist wunderbar, so wie du bist, dann bist du diejenige, die anfangen darf damit andere das eben auch entsprechend tun können. Weil sonst steht hier auf dieser Stirn, ich bin es nicht wert, ich bin hässlich oder was weiß ich, was da bei dir eben gerade oben auf der Stirn steht. Aber die anderen entsprechen dem dann nur. Die sind dann nur der Spiegel. Und dann kommt es vielleicht sogar, dass sie dich auch kritisieren und sagen, das war jetzt aber nicht gut, Frau Müller-Meyer. Das hätten sie aber besser machen müssen. Aber nur, weil man selber das glaubt. Und in dem Moment, wo man von sich überzeugt ist, funktioniert es. Und das sieht man doch auch bei dir, finde ich, wie erfolgreich du bist. Einfach dieses, es ist das Bewusstsein. Und am Ende des Tages steckt in diesem Wort Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, das, was uns nochmal bewusster werden darf. Ja, wenn so Frauen in so einen Raum kommen, manchmal sind es so Frauen, von denen du denkst, so, naja, die ist jetzt auch nicht so super perfekt. Ja, und
Die hat aber einfach diese wahnsinnige Ausstrahlung, ja, und die kommt rein und ist super präsent, weil sie einfach über sich selbst sich total bewusst ist, über ihre Stärken, aber auch über ihre Schwächen und kann dann damit viel, viel besser umgehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir definitiv trainieren können, ja, das ist... da habe ich noch ein anderes Kapitel in meinem Buch, was ich ganz hilfreich finde. Das heißt, ich bin ein Einhorn. Wer sagt, dass das nicht geht? Und da geht es um diese zwei magischen Wörter, ich bin, weil das eben so viel mit uns macht. Das, was wir über uns denken, ist das, was andere sehen. Und es bestimmt dein Denken, bestimmt dein Fühlen, bestimmt dein Handeln, bestimmt deine Erfahrungen und diesen Kreislauf, dass wir das einfach besser wahrnehmen können, dass wir das die ganze Zeit machen, aber vielleicht in eine komplett falsche Richtung. Und da können wir wirklich aus eigenen Stücken raus, in ganz kleinen Schritten, nehme ich euch da auf jeden Fall gerne mit. Definitiv. Ja, ich danke dir sehr. Was haben wir denn noch, was wir jetzt so als Gold Nugget noch zum Ende dieses Interviews mitgeben könnten? Was würdest du am liebsten jeder Frau, der du begegnest, sagen? Oh, ich würde jede Frau einfach gerne erstmal drücken. Und dann würde ich sagen, schau dich an, du bist einzigartig, ja, niemand ist wie du und das ist deine Stärke. Auch so ein schöner Kalenderspruch, aber der ist einfach so wahnsinnig wahr. Ich liebe Kalendersprüche. Der ist einfach toll, weil es ist genau so. Wir wollen sein wie jemand anderes, wir wollen das von jemand anderes haben und wir wollen bloß so viel loswerden, ja, und das ist so schade, ja. Also wir müssen uns Oder wir dürfen uns darauf fokussieren, was alles schon da ist und uns mal auch durch die Augen von anderen sehen, ja, weil das, was wir machen bei anderen, das machen die ja bei uns. Jeder ist nur damit beschäftigt, immer bei dem anderen alle Stärken zu sehen und bei sich selbst immer alle Schwächen. Ich meine, wenn ich, keine Ahnung, im Freibad sitze, da habe ich auch in meinem Buch das beschrieben. Ich sitze im Freibad und habe da gerade an diesem Kapitel geschrieben. Und ich fand es einfach total spannend. Und ich habe mir diese ganzen Frauen angeguckt und diese Körper. Und bin fokussiert auf dünne Beine, ja, weil ich die nie so hatte. Ja, also ich bin schon schlank, ja, aber es war immer so, ich hatte immer diesen wahnsinnig dünnen Bauch und eine ganz schmale Taille, aber immer schon so ein Hintern und halt eben meine Oberschenkel und Zellulite, das ist halt immer schon da gewesen, ja, egal wie schlank ich dann irgendwann wurde, das ist so geblieben. Aber mein Fokus, ja, auf diese dünnen Beine, und dann kann diese Frau einen dicken Bauch haben, dicke Arme haben, ein Doppelkinn haben. Ich sehe das alles nicht. Ich sehe nur dünne Beine, die ich nicht habe. Und das finde ich so spannend. Und da darf sich jeder mal beobachten, weil ich glaube, da nehmen wir uns alle nichts, ja? Und das dürfen wir mal shiften. Wir dürfen mal unseren Fokus aber uns auf das richten, was wunderschön ist. Und bei allen anderen Frauen natürlich auch auf das, was wunderschön ist. Und das andere akzeptieren, dass es da ist. Und dann können wir es auch vielleicht aus eigenen Stücken Stück für Stück auch verändern. Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, wir nehmen alles so hin, wie es ist. Nein, wir sind ja nun in der Lage, auch Dinge an uns zu ändern. Aber erst, wenn wir uns eben über diese ganzen Dinge bewusst sind. Ganz genau, ja. Und ich finde, was vielleicht auch nochmal so zur Unterstützung unterstützend helfen kann oder sein kann, ist, dass dieser Kritiker in uns sowieso der strengste Kritiker ist unter der Sonne. Also es gibt niemanden, der uns im Außen sehr wahrscheinlich so kritisieren könnte, wie wir das manchmal im Innen tun. Also das vielleicht schon mal beruhigend zu wissen, dass der in uns wohnt. Das heißt, alles, was in uns wohnt, können wir ja auch verändern, ja. Und eben auch dieses Gefühl, wenn wir anderen Frauen unterstützend begegnen, wenn wir einander unterstützen, dann ist das natürlich eine ganz andere Energie wieder, ne? Das ist eine Energie von Fülle. Das ist eine Energie von Liebe und von Freude und von Dankbarkeit, weil ich diese Frau kennen darf, weil ich sie unterstützen darf, weil ich damit auch mein Potenzial mehr auf diese Erde bringe, als würde ich jetzt mit Neid und Missgunst diesen Fülleschlauch zuhalten. Denn das geschieht. In dem Moment, wo wir in so einer Neid und so einer Missgunst sind, ohne dass wir das jetzt ablehnen müssen, wir dürfen das integrieren und liebevoll zu uns nehmen, weil dieses Gefühl auch da ist. Aber wenn wir uns dann wieder shiften hin in eine Energiewolke von ich unterstütze dich gerne, weil ich weiß, du bist ein Teil von mir. Ich bin genauso Frau wie du. Und wenn wir einander unterstützen, können wir einander nähren, können wir einander miteinander stärken und endlich mal diese alten Dinge hinter uns lassen. Und das hilft nicht nur uns, sondern auch dieser Erde. Das hilft jeder einzelnen Frau, aber letztlich auch mir. Denn das, was ich nach außen ausstrahle, kommt zu mir zurück. Es gibt ja dieses wunderbare Sprichwort, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Und tatsächlich hat es ganz, ganz viel damit zu tun. Und deswegen liebe ich auch unsere Interviews. Ich liebe es, dass wir uns da auch gegenseitig supporten, unterstützen, weil ich glaube, genau das ist die Zukunft. Und wenn man das noch nicht kann, darf man hingucken, warum, ne?
Absolut. Und ich weiß, was ich daran so spannend finde, weil du es jetzt gerade sagst. Mir sagen so oft Leute, und ich hatte es jetzt gerade wieder, wir hatten am Wochenende eine große Feier von meinem Sohn mit Freunden, mit Familie und eben meine ganzen Mädels. Ja, ich habe so viele tolle Mädelsfreundinnen, ne? Und viele sagen immer so, das ist doch außergewöhnlich. Also dein Freundeskreis, deine Mädels, die du da um dich rum hast, das ist außergewöhnlich, ja? Und da, ich glaube, da sind wir eben bei diesem Wald, ne? Also es ist einfach... das ist unsere Energie von uns allen. Und ich liebe auch Connecten. Ich finde ja nichts toller, als die Mädels dann auch mit den nächsten Mädels zu connecten. Ja, wenn ich sage so, oh, wie, und dann finden die sich und dann freunden die sich total an. Und ich weiß, dass es da auch unterschwellige Ängste gibt. Ja, so, oh Gott, dann nimmt sie mir nachher meine Freundin weg und dann verliere ich sie. Aber das passiert nicht. Ja, wir sind alle einzigartig und außergewöhnlich. Und wie schön, ich finde nichts schöner, als wenn meine Mädels sich dann unabhängig von mir auch total lieb haben. Das ist schön. Oder Kollegen, ja, so dass man sagt, so wow, ich stelle dir, keine Ahnung, irgendjemand vor und dann tauchst du da wieder auf und irgendwie alles kommt zusammen. Definitiv. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Female Empowerment Summit. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Frauen im Herzen erreichen können und sie sich, ja, wirklich auch vielleicht ein paar dieser jetzt gesagten Dinge mehr und mehr zu Herzen nehmen. Denn ich glaube, in uns allen steckt diese wunderschöne Frau, die du bist und die so viele andere auch sein können, wenn sie sich das nur erlauben. Danke dir von ganzem Herzen und bis ganz bald, liebe Susan. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde dieses Buch perfekt dazu passen. Es ist nämlich unser Buch und das würden wir dir gerne schenken. Du brauchst nur die Versandkosten zu übernehmen und wenn du das haben magst und wir können es dir nur von Herzen empfehlen, dann klick jetzt hier. Viel Spaß damit.